Christoph Höhnleitner. Vinzenz Meyer. Armin Wurm. Felix Brückmann. Novak Djokovic ist die aktuelle Nummer 1 der ATP-Weltrangliste. Wer folgt dem Serben auf Rang 2? Federer. Falsch, Andy Murray. Ja, Federer! Hat er den überholt? Sicher. Aber bitte jetzt keine Tennisfrage. Hast du einen Tennisprofi da? Kein Problem, wir haben gepunkt. Dann guck ich nach. Frage 2, Eishockey. Oh, bitte. Welcher Spieler für die Scorerliste der NHL aktuell mit 42 Punkten? Kane. Richtig. Wie hieß der aus Großbritannien stammende Skispringer, der für seine enorm kurzen Sprünge bekannt war und belächelt wurde? Das ist richtig. Bei welchen Olympischen Spielen gewann der legendäre Schwimmer Marc Spitz 7 Goldmedaillen? München wäre richtig gewesen, 1972. Ah, stimmt. Nächste Frage, jetzt heißt es schnell sein. Wie heißt der erfolgreichste Biathlet aller Zeiten? Ola, der Björn. Wie viele Titel gewann Rekordweltmeister Michael Schumacher in Folge? 4. 5. Ja! Okay, eine Fußballfrage. Ach, mein Gott. Welcher ehemalige Profifußballer wurde auch der weiße Brasilianer genannt? Ich weiß nicht. Drei, zwei, eins. Ansgar Brinkmann. Frage 8. In welchem Land fand die erste Fußball-Weltmeisterschaft statt? Oh Gott. Und damit haben wir das Gewinnerteam. Jetzt schon. Okay, wir haben einen Sieger. In dem Duell 2 gegen 2 gewonnen hat das Team Höhnleitner und Meyer. Herzlichen Glückwunsch, Jungs. Danke. Natürlich haben wir vorab festgelegt, dass der Gewinner darüber bestimmen darf, was den Verlierer erwartet. Davon weiß ich nichts. Und ja, wir haben uns zusammen etwas überlegt. Vielleicht fragen wir einfach das Gewinnerteam, ja, was erwartet das Verliererteam für eine Strafe? Ja, die beiden werden bei der Abschlussfeier ein Lied unserer Wahl, das wo wir uns noch überlegen werden, im Kostüm des Interpreten aufführen. Kostüm. Ja. Kostüm. Ja.